Eine sehr einfache Möglichkeit ist, einen alten Bucheinband zu verwenden. Ja, dazu habe ich ein paar Sachen vorbereitet, und zwar brauchen wir dafür einen Leim. Besser wäre natürlich, wenn das kein Holzleim ist, sondern ein Buchbinderleim, der ist ein bisschen elastischer. Dann habe ich vorbereitet, gegebenenfalls also einen Pinsel zum Verstreichen des Leims. Und man kann natürlich auch eine Spachtel verwenden. Als Kunststoff, die kann man sich selbst anfertigen. Das ist kein Problem. Und wir schauen uns das jetzt an. Ich verwende dafür ein Buchbinderleim. Ich habe das schon mit Leim ein bisschen vorgestrichen. Das muss also genau die Länge haben, wie dieser Buchrücken. Ein bisschen kürzer. Das hat also in etwa 5 mm. Dürfte auf keinen Fall hinausschauen, so 5 mm innen bleiben, um letztlich diese Schwänzpappe zu verdecken und das ein bisschen stabiler zu machen. So. Wir streichen also, wie gesagt, das Ganze mit Leim ein. Jetzt nehme ich das Geodreieck, um da das in den Falz hineinzupressen. Jetzt folgt der weitaus schwierigere Part. Beim Binden dieses Bucheinbandes, und zwar die Spiegel. Ich habe da schon mal einen Spiegel vorgesehen aus weißem Papier. Den muss ich bestreichen und dann auf diese Seite noch einkleben. Warum schwierig, wird man gleich sehen. So, wieder lege ich ein Papier drunter, also irgendein Abfallpapier. Am besten ist ein weißes Papier, weil manches Mal Zeitung abfärbt. Und jetzt trage ich da den Leim auf. Mit der Spachtel wird das Ganze verstrichen. Man sieht, das ist mit Papier deswegen auch so schwierig, weil es leichte Wellen schlägt. Deswegen also kein zu dünnes Papier verwenden. Ich habe da 120 Gramm Papier verwendet, Druckerpapier einfach. Und ein bisschen stärker ist, macht es auch nichts. Und man könnte auch natürlich das Buch einstreichen, die Graupappe, aber dazu muss man es dann am Rand abkleben, damit nicht der Leim hinaustritt. Ja, man sieht schon, das ist gar nicht so einfach. Die Ränder schauen, dass er nicht zu trocken wird, der Leim. Und so, jetzt lege ich das Ganze auf die Seite und lege mir das Buch her. Jetzt lege ich es da drauf. Jetzt nehme ich ein zweites sauberes Papier, bitte nicht mit den Händen drüber streichen, weil sonst können wir da lauter Wellen hinein und vor allem kann es schmutzig werden. Ich nehme ein zweites Papier und streiche dann so drüber. Darüber hinaus nimmt das Papier den Leim, der herausgedrückt wird am Rand, sprich also da am Rand sich hinausdrückt, nimmt dieses Papier auf den überschüssigen Leim. Aber es muss, wie gesagt, es muss weiß sein, also keine normale Zeitung verwenden, sondern ein weißes, sauberes Papier und fest streichen, sodass also keine Blasen, Wellen oder sonst was entstehen. So. Einen Tipp nur am Rande, wenn man das ausprobiert, bitte an einem kleinen Buch, das heißt, das hat in etwa Handgröße, das kann auch noch kleiner sein, nicht zu groß versuchen, weil gerade also beim Leimen geht sehr viel schief, der Leim wird trocken und das Papier verzieht sich und dann verrutscht wieder was. Also es ist keine leichte Technik.
Jetzt taucht natürlich die Frage auf, wozu das Ganze? Wir haben also jetzt ein altes Buch abgecycelt, haben das wieder schön sauber eingebunden. Ja, aber wozu brauche ich das? Mein Gedanke war einfach der, daraus ein Geheimbuch zu machen. Und so habe ich hier vorbereitet bereits einen Holzrahmen. Ich habe den Stumpf verleimt, man kann ihn auch hier nageln. Habe also den schon zurechtgeschnitten und den kann man jetzt da hereinleimen und daraus ein Geheimbuch machen, das man dann in das Regal stellen kann. Ja. Und das ist jetzt ganz einfach. Ich brauche das nur mit Leim bestreichen, zusammenpressen, warten, bis es trocken wird und ich habe mein Geheimbuch fertiggestellt. Sollte ich keine Schraubzwingen haben, dann gebe ich einfach Spücher drauf. Ja, die sind schwer genug. Und nach ein paar Stunden hält das Ganze. Der Leim ist abgebunden und mein Geheimbuch.